Hallo und herzlich willkommen, hier ist Horst Weber, Apollo Edelmetalle. Ja, wir schauen uns heute aus dem Kleinmünzprogramm das Auge des Horus an. Vielleicht sind Sie jetzt leicht verwirrt, weil Sie sagen, Horus kenne ich doch schon. Ja, es gibt Horus schon als große Münze in 2-Unzen-Format, richtig wunderschön gemacht. Es gibt auch eine Horus-Münze, eine reine Horus-Münze mit 20 Gramm, die Sie in einem anderen Video noch sehen. Und es gibt jetzt auch das Auge des Horus. Immer eine ganz tolle Verpackung außenrum. Dann hier eine Münzbox. Und wenn Sie das öffnen, dann ist jede Münze einzeln gekapselt. Und dieses Auge des Horus hat auch nur eine Auflage von 999 Stück weltweit. Also mehr gibt es davon nicht. Und auf der Rückseite haben wir immer das Oberhaupt des Commonwealths, Königin Elisabeth, die zweite mit drauf. So, hier das Auge des Horus. Schauen wir uns kurz das Echtheitszertifikat an. Auf der Rückseite 20 Gramm Feinsilber 999 und die Auflage hier unten nur 999 Stück. Und jede Münze ist ein Unikat, weil in der Seite ist hier die Nummer eingeritzt, die wie viel der ist von diesen 999 ist. Ja, schlagen Sie schnell zu, sichern Sie sich ein paar von diesen Schmuckstückchen, weil, wie gesagt, die Auflage ist sehr klein und ich denke mal preislich hochinteressant und mit interessantem Wertsteigerungspotenzial. Rufen Sie auch gleich unser Gratis-E-Book für Sie ab, und zwar, wenn Sie auf Apollo Edelmetalle gehen, links unten, die 5 Geheimnisse, um Ihr Vermögen zu schützen. Gratis-E-Book für Sie, können sich dort abrufen, bekommen Sie dann per E-Mail, handeln Sie, bevor sich Ihr Vermögen in Luft auflöst. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, bis dann, tschüss.